Mein Name ist Yannick Zehischer und jetzt seid ihr eigentlich mitten in meinem Studio und jetzt möchte ich euch gerne zeigen, zumindest einen Auszug davon, wie das, die neue Single entstanden ist, Stay on the Move. Und da habt ihr hier schon genau den richtigen Ausschnitt, weil das ist sozusagen ein bisschen der 80er-Bereich vom Studio. Also das sind alles Geräte, die also wirklich aus 80er sind, die viel Musik gemacht haben, die sich ein bisschen mit Instrumenten befasst haben, die kennen die, das ist ein Juno. Der ist aus dem 82, der haben hier der berühmt berüchtigt DX7 und hier ist noch so ein Drumcomputer vom 89, ist ein bisschen ein junges Modell, aber das tut seinen Job ganz gut. So, Stay on the Move ist eigentlich, die Geschichte, wie er entstanden ist, eigentlich relativ einfach. Ich habe den DX7 gekauft und der hat die ganz speziellen 80er Sounds. Also eben, wie gesagt, der ist berühmt berüchtigt, weil als der rausgekommen ist im 83, hat der im Prinzip fast jeder gebraucht, eigentlich durch die ganze 80er durch. Also der hat man überall immer mal wieder so gekehrt. Und da hat es ein paar berühmte Sounds gegeben, die in vielen Songs sind vorgekommen. Und ich habe gedacht, also jetzt habe ich den gekauft, jetzt wollte ich also ein kleines Facebook-Video machen und ein bisschen die Sounds zeigen, also quasi mehr als 30 Jahre später, er kommt zurück, in dem Sinn, oder? Und da habe ich irgendwas wie etwas gesucht. Also wirklich irgendwas wie einfach so mal andere geprügelt, so wie man das halt macht, irgendwas wie... Dann bin ich irgendwie wieder da drauf gekommen. Und dann, nach einem Schutzesuch habe ich eben das. Ich kann das auch im Prinzip hinter am Song drin ist, oder? Und das war eigentlich also die Grundlage. Und dann gibt es dann noch ganz berühmte Bass von dem Keyboard. Das ist die schon hier. Also der kennt man von Songs wie zum Beispiel Aha, Take On Me oder man kennt noch von La Isla Bonita von Madonna Zettige, das ist die schon hier. Also ein Zeugs, oder? Und das war eigentlich der nächste Schritt, also eben dann jetzt erst das hier aufgenommen, das das ist der DX7-Bass dazu gekommen. Ganz typisch 80er. Und das hat wirklich so ein Klischee sein, weil ich habe wirklich die Sounds aus den 80er zurückgeholt. Also im Prinzip. Und dann die zwei Sachen zusammen, oder? Und so ist eigentlich der Song gestanden. Dann habe ich das Video gemacht, habe das dann nachher ins Facebook gedrückt und gedacht, gut, das war's. Aber irgendwie den nächsten Tag ist mir der Song einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und da habe ich gedacht, ja, irgendetwas müsste da dran sein, zumindest für mich, dass mir nicht aus dem Kopf geht. Und dann habe ich ein paar Tage später einen Abenddienst in Kobelenz im Büro gekocht und habe gedacht, und da ist mir der Song immer noch nicht aus dem Grin gekommen, oder? Ich habe immer noch das Zeugs im Kopf gehabt. Und dann bin ich das gekocht und irgendwie gedacht, also... You gotta wonder. You got a wrong. Und dann habe ich das aufgenommen und habe überlegt, ja, aber halt, ein paar Phrasen hat er drin. Kann das wirklich sein? Lernt das für uns so? Dann irgendwas noch studiert, so irgendetwas dazu dicht oder irgendwas noch den Songtext ausbauen. Habe ich irgendwas probiert und irgendwas hat einfach nichts mehr gepasst, was die paar Sätze in dem Song eigentlich drin sind. Und ich habe jetzt den Eindruck, sieht einmal, kann man mehr sagen, wenn man aber weniger sagt. Und Stay on the Move heisst ja so ein bisschen, bleib in Bewegung, bleib in Stand, steich was passiert, tu dich einfach weiterentwickeln, geh weiter. Und so ist eigentlich der Song entstanden, als ich gesungen, als Cyber gespielt, natürlich noch mehr Instrumente, noch mehr Kleinigkeiten. Und dann das Ganze auf Deutschland geschickt, zu einem guten Kollegen, der uns auch voll auf Retro und begeistert ist von so alter Musik. Ganz talentierter Mischer und Tontechniker Alessandro Calabrese. Und dann hat er das eigentlich ganz Zweck gemacht, indem er so richtig den 80er-Sound noch rausgekitzelt. Und ja, ich hoffe, dass ein paar der Song vielleicht gefällt. Und jetzt gehe ich nochmal los.
Game.